Hallo zu meinem heutigen Video, mal wieder ein Lebenszeichen von mir. In der letzten Zeit kommen besonders im privaten Bereich viele auf mich zu und fragen mich über Linux aus, warum sie eigentlich, was sie alles mit Linux machen können, was sie nicht können. Und das sind natürlich sehr viele Fragen, gerade für frische Linux-User oder Leute, die sich noch nicht sicher sind, wollen sie auf Linux umsteigen, wollen sie oder auf ihr Windows-Betriebssystem verzichten, können sie das überhaupt? Ich sage immer am Anfang, Leute, ihr müsst gar nichts verzichten. Ihr könnt ein Dual-Boot-System machen. Dazu habe ich jetzt auf meinem Kanal schon einige Videos gemacht. Also auf einem Rechner habt ihr dann Linux und Windows und könnt beim Starten sagen, ich nehme mir Linux oder ich nehme mir Windows. Ja. Und dann seid ihr erstmal immer noch mit eurer alten Welt vertraut und könnt so, ja, Schritt für Schritt euch in Linux einlernen. Mir hat am Anfang die Ubuntu-User-Seite sehr viel gebracht. Hier nochmal https ubuntuusers.de. Ich werde auch mal den Link unter diesem Video reinhauen. Geht drauf und schaut euch die News an. Da wird immer wieder was aktualisiert. Ganz besonders mir gefallen zum Beispiel das freie Magazin. Freies Magazin. Kommen so, ja, wenn alles gut läuft, monatlich raus. Das ist so eine PDF-Datei. Ihr könnt es im PDF runterladen, aber auch in anderen Formaten. Und dann könnt ihr das auf einen USB-Stick oder euren Freunden verteilen oder eben kostenlos an eurem Rechner lesen. Und was gibt es da meistens? Eben News um alle Linux-Distributionen. Ja, so auch die Beschreibung. Es werden auch hin und wieder, sage ich mal, ja, Fachwörter erklärt. Genau, ganz besonders Fachwörter, habe ich gemerkt, sind für Linux-Anfänger oder Leute, die in Linux eben rein möchten, so eine Hürde, die ja sagen dann immer so, oh, kann ich das überhaupt? Hört sich alles so schwer an. Leute, einfach dran gehen, lesen, nachfragen, aktiv sein. Ich sage immer, Linux lohnt sich. Linux ist nicht nur irgendeine Alternative, in meinen Augen immer noch die beste Alternative. Schaut doch mal, was die ganzen großen Konzerne mit euch machen, sei es jetzt Apple oder sei es Windows. Ja, wie viel ihr auf den Tisch legen müsst. Sag mal, schaut mal, ich habe hier auch ein Tablet, ja, für 25 Euro. Ja, da ist Android drauf, ich kann hier Netflix gucken, ich kann hier meine E-Mails lesen, ich kann auch hier, ja, ein oder zwei kleine Spiele spielen, YouTube-Videos anschauen und habe für dieses Tablet 25 Euro gezahlt. Und das läuft auch alles flüssig. Dazu mache ich auch noch ein Video. Ihr müsst nicht ein teures iPad oder ein teures Samsung Android-Gerät kaufen und den großen Konzernen noch mehr Geld in den Rachen schieben. Dieses Betriebssystem, was ihr hier seht, ja, das ist ein kostenloses Betriebssystem mit dem offenen Code. Ja, da wird nichts hier Spionage betrieben. Und wenn, dann würden es die freien Programmierer relativ schnell merken und es würde natürlich sich auch schnell verbreiten. Bis heute kann man bei Windows ja in diesen Quellcode nicht wirklich reinschauen. Das möchte Windows nicht. Das ist natürlich ihr Eigentum, haben sie auch Recht dafür, aber wir wissen nicht, was da alles drin steht, was mit unseren Daten passiert, ja. Ja, es wird immer schwieriger, natürlich seine Daten geheim zu behalten. Soziale Netzwerke sind attraktiv. Und viele Sachen gibt man ja von sich selber aus preis, sei es jetzt zum Beispiel mit dem Fingerabdrucksensor oder Gesichtserkennung. Und alle großen Firmen versprechen uns, sie geben das nicht weiter an die Geheimdienste der verschiedenen Länder. Nein, sie tun es auch nicht archivieren. Jetzt können wir es glauben oder wir können es natürlich auch anzweifeln. Ich möchte da draußen natürlich niemanden jetzt Angst machen, Leute. Ich möchte euch nur nahelegen, schaut euch Linux an. Es muss nicht Linux Ubuntu sein. Das ist jetzt auch nicht mehr das, was es war. Dazu werde ich auch mal ein Video machen. Es gibt so viele andere Distributionen. Schaut es euch an. Betreibt es neben eurem Windows-Betriebssystem oder neben eurem Mac OS X-Betriebssystem. Und ihr könnt ja dann nach und nach, wenn ihr ein bisschen so sicherer wird in dieser Linux-Welt, sagen, vielleicht irgendwann mal mache ich das Betriebssystem, was ich seit Jahren nutze, komplett platt und mache Linux drauf und arbeite nur noch mit Linux. Und ich glaube, wenn ihr mal so weit seid, dann habt ihr verstanden, was ich heute euch sagen wollte. Befreit euch von diesen großen Konzernen, Leute, und geht andere Wege, versucht andere Wege, so gut es geht. Und wenn es gar nicht geht, dann macht doch so, wie ich es euch gesagt habe, Dual Boot System, Windows, Linux.
oder Mac oder Linux und versucht euch mehr in Linux einzuarbeiten. Und wenn ihr mal auf Software zurückgreifen müsst, wo es unter Linux nicht gibt und ihr keinerlei Alternativen findet, dann könnt ihr immer noch euer altgewohntes Betriebssystem benutzen und eure Aufgaben erledigen. Das ist so ein Tipp von mir. Jeder ist frei in seiner Entscheidung. Natürlich hat jedes Betriebssystem seine Vor- und Nachteile. Bei Linux gibt es eigentlich sehr viele Vorteile und auch sehr viele Alternativen zu den teuren Softwaren. Natürlich sehen die dann nicht so schick aus, haben nicht so eine schöne Oberfläche, aber mit einigen Umwegen kriegt man meistens die gleichen Ergebnisse raus. Dazu hatte ich auch schon sehr viele Videos auf meinem Kanal gepostet. Ihr könnt gerne mal schauen oder unter diesem Video einfach ein paar Fragen stellen. So, ich bin raus, wir sehen uns.